Vier Tage ist es her, dass in Solingen drei Menschen gestorben sind. Es waren schwere vier Tage und in Gedanken bin ich, wie wahrscheinlich auch viele von euch, gerade bei den Opfern und den betroffenen Menschen in Solingen. Aber auch wenn es schwer ist, ist es wichtig, über das, was passiert ist, zu reden, damit wir etwas dagegen tun können. Denn das war kein Einzelfall, das war Terrorismus. Alles weist auf einen islamistischen Hintergrund des Täters hin. Und falls ihr euch jetzt gewundert habt, wieso wir so lange so wenig gesagt haben, für uns gilt wie immer, wir wollen faktenbasiert berichten und kritisieren und keiner rechten Hetze hinterherrennen. Deswegen haben wir uns mit diesem Statement ein bisschen Zeit gelassen. Das verlangt nicht zuletzt der Respekt gegenüber den Opfern und ihren Angehörigen. Aber über die Gefahr, die der Islamismus für uns in Deutschland bedeutet, über die müssen wir reden, genauso wie wir konstruktiv über mögliche Gegen- und Präventionsmaßnahmen sprechen müssen. Wir müssen über die Radikalisierungsprozesse, die sich im Netz abspielen, sprechen und wie man diese in den Griff bekommt. Wir sollten mit den ExpertInnen sprechen, die schon seit Jahren zu diesem Thema forschen. Genau das wollen wir beim Foxapetzer auch in Zukunft hier mehr machen. Es gibt aber auch laute Stimmen, die nur noch mehr Hass, Spaltung und Gefahr wollen. Die AfD-Forderungen gehen offensichtlich an der Realität vorbei, denn ganze Menschengruppen und Unschuldige unter Generalverdacht zu stellen, das hilft uns nicht weiter. Das Problem ist eigentlich viel komplizierter. Sie sind nur so laut, damit niemand merkt, dass sie eigentlich keine richtigen Lösungen haben. Und es ist widerlich, wie sie das, was passiert ist, ohne Scham und Mitgefühl ausnutzen, um ihren Hass zu verbreiten. Ja, es wirkt fast so, als würde man sich über die Opfer freuen. Deswegen gilt auch, reflektiert, was ihr teilt und wem ihr eure Aufmerksamkeit schenkt. Ja, es ist ein schweres Thema, aber es ist unsere gemeinsame Aufgabe als DemokratInnen, Argumente und effektive Lösungen zu finden, denn die, die am lautesten schreien, die haben keine parat. Um es in den Worten der Sozialpsychologin und Wissenschaftlerin Pia Lamberti zu sagen, es braucht Debatten über islamistische Radikalisierung und die Eindämmung von Terror. Weder die Verharmlosung der Gefahr noch rassistische Verallgemeinerungen helfen dabei. Es hilft uns also nicht, wenn wir in die Falle von Extremisten laufen, die uns gegeneinander aufbringen wollen, um das Land am Ende nur noch mehr zu destabilisieren. Aber wenn es eine Sache gibt, vor der diese Extremisten und zwar alle Angst haben, eine Sache, die uns weiterbringt, dann ist das gesellschaftlicher Zusammenhalt. In diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Video.